Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Wir werden gleich sehen, weiterhin im 4-3-3 die Fortuna. Verteidigung mit Rumpf und Scholz. Der schlägt nämlich jetzt auch eben den ersten Ball in die RWO-Hälfte. Auch erst 20 Jahre alt. Sein vierter Regionalliga-Einsatz in dieser Spielzeit. Und wir schauen mal auf Wilms mit der Flanke. Und Stanilevic im Hintergrund. Und er wird mal richtig gefährlich für den neuen Mann. Der kommt gut. Der kommt sehr gut. Und er nutzt direkt die erste Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen. Assist von Angelo Langer. Und das sind Wilms. Macht's per Kopf. Bis jetzt bleibt die Statistik so. Und Wilms holt sich den Ball wieder. Marquet tanzt alle Männer aus. Und Tavari bekommt ihn noch vor der Torauslinie. Auch per Elfer noch nicht ganz glücklich gewesen. Zwar in Aalen getroffen, sehr souverän, aber den Elfmeter bei der 3:0-Niederlage in Wattenscheid eben verschossen. Fast eine 8. Erste gefährliche Aktion. Verliert den Ball gegen Götscher und Stanilevic. Guter Ball von Marquet. Ganz viel Platz für Dustin Wilms. Und wieder die nächste der nächste Versuch von ihm. Es klart auch ein wenig auf. Also der angekündigte Regen, der hat pünktlich zum Anpfiff aufgehört. Vielleicht auch eine gute Gelegenheit für Lunga Kreier. Er braucht nicht viele Möglichkeiten. Das hat man in der vergangenen Woche noch gesehen. Sven Kreier nutzt die Chancen, die er bekommt. Lunga legt perfekt ab mit dem Kopf aus der Drehung gegen zwei Verteidiger, gegen Scholz. Und da sieht Stanilevic das erste Mal nicht gut aus. Zu weit weg von Sven Kreier und das bestraft er. Doro auf Mikkels. Jumbo lässt durch. Kreier. Erster Versuch in der zweiten Halbzeit. Ein sehr gutes Auge, eine sehr gute Übersicht. Sehr clever im Zweikampf, wenn er dann mal einen führt. Und nächster Angriff, guter Abschluss von Mikkels. Dem ist aber nicht so und Merz sieht Mikkels, der ganz viel Platz hat gegen Budimbo. Trifft aber nur das Außennetz. Rumpf steckt gut durch auf Wims. Der muss einfach nur aufs Tor draufgehen mit seinem linken Fuß. Stanilevic, Lapai, Fasnacht fliegt dazwischen. Langer hat sich wieder berappelt nach dem Zusammenprall mit Lunga. Und da war Lapai mit der zweiten Aktion. Einige Sekunden und eine Minute haben wir noch auf der Uhr. Langer, langer Ball von Scholz, landet bei Stanilevic im zweiten Anlauf über Vellas, steckt durch auf Lapai. Lapai! Und es gibt nur den Abstoß. 3 Minuten sind wir drüber und dann ertönt der Pfiff von Schiedsrichter Alain Durieux.
hier im Südstadion. Es bleibt beim 1:1. So stand es auch schon zur Halbzeit. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.